Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer Runde Hearthstone. Sensationellerweise hat die letzte Aufnahme nicht geklappt. Warum auch immer. Ich hatte hier ein paar kleine technische Probleme. Leider Gottes. Wir haben in der letzten Runde verloren, leider, die ich aufnehmen wollte, gegen einen Schurken. Dadurch wurde unsere Siegessträhne gestoppt. Aber wir bleiben dran. Vielleicht schaffen wir im Januar noch Rang 14. Das wäre mega nice. Und wir bleiben natürlich mit dem Budget-Tempo-Mage dran und versuchen das irgendwie hinzukriegen. Jo. Deswegen auch die Folge heute ein bisschen später. Also die ist hier just in time, ne? Also ich nehme hier die Aufnahme quasi gerade um 18:14 auf. Normalerweise sollte sie um 18:30 kommen. Das wird natürlich nichts mehr. Die wird sehr wahrscheinlich hier um 19 Uhr erscheinen. Morgen sollte aber wieder normal um 18:30 sein. Naja. Läuft im Januar gerade nicht so, was die Upload-Zeit angeht. Das Einzige, was konstant kommt, ist The Long Dark. Weil ich das gestreamt habe und relativ viel gestreamt habe. Also eigentlich nur 2,5 Tage relativ viel gestreamt. Und da kam ein bisschen was zusammen, an Aufnahmezeit zumindest. So, jetzt spielen wir gegen Druiden. Im besten Fall gewinnen wir das Ding. Sonst wird's knapp hier. Spielen wir schon Spotty? Ja. Dann kommt er erstmal so schnell nicht an meinen Mana-Würm ran. Mana-Würm? Mana-Würm. Ja. Das hört sich gerade so falsch an. Aber mit einem Zauber. Mal gucken, ob er nur Minion spielt, dann könnten wir mit einem Frostblitz da auf jeden Fall was tun. Naja, gut, er nutzt die. Auch in Ordnung. Eigentlich. Keine Katastrophe. Wir spielen Lass erstmal die dich im aus. Herzen sprechen. Somit haben wir zumindest den ein oder anderen Minion auf dem Board liegen. Jade-Droide. Da spielen viele, ne? Ich glaube eigentlich. Also gefühlt jedes Mal, wenn ich gegen Droiden spiele, spielen wir auf jeden Fall auch gegen Jade-Droiden. Ja. Das Gute ist, wir kriegen jetzt erstmal eine Karte geschenkt. Mehr Schmerzen. Ja, okay. Haben noch keinen sensationellen Druck, deswegen spiele ich mal die aus, ja. Noch nur eine? Nee. Und die Sportkarte da unten spielen wir noch nicht aus. So, er hat 5 Mana. Noch ist alles im grünen Bereich. Okay, den zerstört er jetzt. Kriegen wir eine Karte. Ein Flammenstoß, okay, nice. Okay, ich würde gerne den ausspielen. Einmal das Buch. Okay, dann nehmen wir noch den hier weg. Und dann soll es das für diese Runde gewesen werden. Ja. Den bewahren wir uns für einen krasseren auf. Beziehungsweise im Idealfall kriegen wir jetzt noch gleich einen meiner Diener, die auf Zauber ein bisschen specken. Also den Feuerschlund. Heißt er Feuerschlund? Aber ich kann irgendwie, kriege die Namen nicht zusammen. Ich kann mir auch eh Namen nicht so gut merken. Von daher. Mist. Mittelmäßig. Mittelmäßig. Mit dem können wir nur Face gehen. Ich habe genau das, was ihr braucht. Spiegelgestalt. Den können wir nächste Runde ausspielen. Da wird er wahrscheinlich wieder irgendwas mit Kampfschrei machen. Deswegen nehmen wir mal den hier. Dann nehmen wir. Leider Gottes, schon mal den, dann schütze ich ein bisschen mein Board. Und den nehmen wir weg. So. So, er kommt auf jeden Fall, außer er hat jetzt noch irgendwelche besonderen Zauber, erstmal nicht vorbei. Und wir haben hier den 6-3er, auf den wird er sich wahrscheinlich jetzt konzentrieren.
Sprich, also jeglichen Zauber, den er irgendwie hat, wird er sicherlich darauf setzen. Spielt er nochmal einen Jade-Golem, würde ich. Einen Jade-Golem? Mensch, was ist denn mit den Namen heute los? Dann könnte ich einen Flammstoß rausnatzen. Spielt er irgendwie einen großen Minion, könnte ich Feuer, also das Portal ausspielen. Ah, Flammstoß könnte was werden. Okay, Zauber, schade. Aber er investiert viel. Really? Achso, und zieht mich an. Okay, damit könnten wir Face gehen. Ich glaube aber, genau, ich nehme Flammenstoß. Zack. Gucken, ob er einen Zauber hat. Wir könnten den und den in der nächsten Runde, wenn er eine richtig kranke Karte ausspielt, können wir den schön in Eber verwandeln. Also das kann man natürlich auch mit der eigenen Karte machen. Ich bewahre die immer gerne auf hier für den Gegner. Also wenn der, keine Ahnung, irgendeinen heftigen, was weiß ich, Legendary rausspielt. 8-8er, keine Ahnung, irgendein Spott oder so. Da kannst du damit immer noch mal ein bisschen. Okay. Der netzt das Board weg. Okay, er holt sich den. Damit ist es ja relativ entspannt. Und wir können den spielen. Okay. Ja, 6. Und dann kostet der nur noch 3. 9. Die 3 könnten wir in der nächsten Runde spielen. Dann würde ich jetzt einmal den jetzt spielen. Wir kriegen schon mal einen Minion. Vielleicht einen Spot. Okay. Mal gucken, was er macht. Kann er nur Diener spielen? Dann wird es interessant. Also gut für mich. Hat er einen Zauber? Das wäre doof. Aber wir könnten auf jeden Fall hier nochmal. Die ist natürlich für ihn ätzend ein bisschen. Die Kombi wäre gut hier in der nächsten Runde. Ich frage mich, ob. Jade ist das neue Schwarz. Ich bleib beim Feuerschlag und den ins Gesicht. Mal gucken, wen er einfriert. Oder? Oh, dann gibt er ihm ein Gotteschild. Sehr nice. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Wir nehmen den. Den. Und jetzt ist natürlich Faces Place, ne? Am besten nicht den Diener einfrieren. Also nicht den Helden. Yes. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Er hat Gottesschild. Sehr gut. Dann könnten wir den nochmal verwandeln hier. Wir haben. Er muss das Board klären. Wir haben 2, 5, 9, 10 Schaden liegen. Er kann nur mit dem angreifen und mit seinem Helden. Ich frage mich, ob. Mit dem muss er rein theoretisch ihn. Na wohl. Prankenschlag. Wollen wir das? Prankenhieb heißt das. Man kriegt aber halt auch nicht das Board clear. Ja, kann auch eine Karte ziehen. Hat aber auch trotzdem nur noch 3 Mana. Also, was soll er machen? Damit kann er schon, zumindest schon mal keinen Prankenhieb mehr machen. Zeit wartet auf niemanden. So sieht's aus. Auf niemanden. Den könnten wir auch 4-2 geben. Muss ich jetzt mal kurz aufpassen. Ich gebe Ja. Nice. Aber leider sind wir noch ein paar Meter weg. Wir brauchen noch 2 Siege.
Hätten wir das Spiel jetzt eben in der Runde davor gehabt, wären wir 14 gewesen. So ist es leider nichts geworden, aber wir bleiben dran. Im Januar könnten wir Rang 14 werden. Ich würde mich freuen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Und ja, sag gerne bis zur nächsten Folge. Euer Gonchi. Tschüss.